Dirk Sattelmeier, Trainer der Agrippina U17, gerade mit ihrer Mannschaft das Derby bei Casa España deutlich mit 5:1 gewonnen. Zunächst mal, wie haben Sie die Partie gesehen? Ja, wir haben sehr druckvoll angefangen. Ich denke, als Tabellenführer waren wir uns auch bewusst, dass wir hier mit Sicherheit die Dominanz auf den Platz bringen müssen, die wir dafür brauchen, um das Spiel auch erfolgreich zu gestalten. Das hat auch gut angefangen. Wir sind 2-0 in Führung gegangen, folgerichtig. Dann haben wir ein, zwei Chancen zugelassen und ein dummes Gegentor kassiert. Das macht den Gegner immer stark und am Ende geht es mit 2-1 in die Halbzeit. Danach habe ich der Mannschaft gesagt, in der Halbzeit habe ich der Mannschaft gesagt, wir müssen jetzt sehen, dass wir den Druck aufrechterhalten, um dann eben uns da durchzusetzen. Und das haben wir dann eigentlich auch ganz gut gemacht. Der Gegner war ein, zwei Mal doch gefährlich vom Tor und auf jeden Fall haben wir dann das 3-1 gemacht. Und dann war das Spiel, glaube ich, auch zu unseren Gunsten entschieden und haben noch nachgelegt, so wie wir das ja eigentlich die letzten Spiele immer ganz gut gemacht haben. Sie sind jetzt Herbstmeister, somit denke ich mal, können Sie mit dem bisherigen Saisonverlauf zufrieden sein. Aber wie bewerten Sie diesen? Also für die Jungs, das muss ich sagen, ich bin sehr, sehr stolz. Oder wir Trainer, der Trainer oder der ganze Verein ist sehr stolz auf die Jungs, weil wir uns, die letzte Saison war nicht so gut. Und wir haben uns das vorgenommen, Erster zu werden. Dass es tatsächlich klappt, ist wirklich toll. Und die Jungs hängen sich so rein, das ist eine richtige Mannschaft. Ich bin wirklich stolz darauf, dass die so auf dem Platz stehen und auch die Auswechselspieler machen alle mit und die haben sich wirklich verdient und wir sind jetzt nicht gewohnt. Ja, es ist jetzt kein Verein, der in irgendeiner Form hier immer oben mitspielt und deswegen macht es besonders Spaß, die Jungs jetzt da oben zu sehen und deswegen dürfen sie auch zurecht feiern. Und wie schätzen Sie Chancen ein, dass sie auch am Saisonende oben stehen werden? Ja, nach dem heutigen Spiel denke ich, es gibt noch einen Gegner, mit dem werden wir uns auseinandersetzen müssen, der ist unser direkter Verfolger. Ich denke, dass es dann am Ende zwischen den beiden Mannschaften passiert, wer dann eben da ganz, ganz oben steht am Ende. Und da müssen wir noch eine Schippe drauflegen zu dem Spiel von heute gegen den Gegner, den ich meine. Und das werden wir dann hoffentlich auch vernünftig gestalten. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.